unglaubliche Stimmung hier im Hexenkessel von Johannesburg, dem größten Fußballstadion Südafrikas. Das Kribbeln kommt hoch bis auf die Tribüne, aber unsere Elf scheint unbeeindruckt. Sie steht schließlich im Finale einer Fußballweltmeisterschaft. Keiner geht auf, keiner wankt, trotz dieser unmenschlichen Anspannung. So ausgeglichen, so packend sind die letzten Minuten der ersten Halbzeit. Jetzt passt das vorne zu Ballack. Ballack im Ball, sie setzt ihn vorbei und schießt. Tor! Tor! Bei Fußballgott haben wir geschworen, heute wird kein Ball verloren. Wir hauen jede Pille rein und Deutschland wird Weltmeister sein. Kein Schiri und kein Pfosten kann uns den Sieg noch kosten. Bolli macht die Pille rein und wir werden Weltmeister sein. Es läuft die letzte Minute und wieder steht es unentschieden in diesem Nervenkrieg am Kap. Deutschland war die klar bessere Turniermannschaft und wenn es einen gerechten Fußballgott gibt, wird Deutschland den Pokal nach Hause holen. Jetzt Schweinsteiger am linken Flügel zu Podolski. Podolski nach innen geflankt. Ballack, Kopfball, abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Schweinsteiger schießen. Schweine schießt. Tor für Deutschland durch den Schuss von Schweinsteiger. Podolski hat die Flanke nach innen geschlagen. Deutschland ist Weltmeister. Beim Fußballgott haben wir geschworen, heute wird kein Ball verloren. Wir hauen jede Pille rein und Deutschland wird Weltmeister sein. Kein Schiri und kein Pfosten kann uns den Sieg noch kosten. Bolli macht die Pille rein und wir werden Weltmeister sein. Fußball ist unser Leben, ist das Glück, nach dem wir streben. Doch wir sehen's nicht so verbissen, wird mal nicht knapp, wird drauf geschissen. Denn 2014 geht's.